Und dann hat sie mir auch gesagt, was sie investieren musste. Und da habe ich erstmal gesagt, nee, das mache ich nicht. Pff, das kann ich ja auch alleine. Und dann musste ich noch so zweimal selber scheitern. Und dann habe ich gesagt, ah, dann mache ich das jetzt. Und dann haben wir das besprochen auch. Und da habe ich gesagt, komm, ist irgendwie Investition in mich, das machen wir jetzt. Willkommen zu einem neuen Interview. Heute mal zu viert, zu Gast Inga. Inga kennt ihr sicherlich schon, ist bei uns Coach und war auch mal damals Kundin. Und ja, jetzt hier zu Gast Claudia und dein Mann Harald. Am besten stell du dich erstmal kurz vor. Wer bist du oder wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und vielleicht auch wie ihr... Nee, das machen wir danach. Ja, ich bin Claudia, ich bin, ach, deshalb wollte ich nachrechnen, 38, glaube ich, ne? Ich weiß es nie, aber so um den Dreh. Wir haben zwei Kinder, wir kommen aus der Nähe von Lübeck und wir haben einen Hund. Der hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, der liegt hier vor uns. Okay, auf dich kommen wir später zu sprechen, aber erzähl du erst mal, wie bist du ursprünglich auf uns gestoßen? Wo hast du das erste Mal einen, ja, ich sag mal, Berührungspunkt mit uns gehabt? Ich habe mich mit einer Freundin getroffen, die ich nicht so super häufig sehe. Und wir hatten immer beide so Gewichtsprobleme und haben auch viel darüber gesprochen. Und dann bin ich zu ihr gefahren und sie macht die Tür auf und sie war so schlank. Und da habe ich gedacht, was ist denn mit dir passiert? Und dann sind wir ganz lange spazieren gegangen und sie hat ganz viel erzählt über euch. Ach, okay. Und wie viel hatte sie damals verloren mit uns? Also mit euch, glaube ich, so 20, 25 und dann insgesamt 42 Kilo. Okay. Und wie war denn deine Situation zu dem Zeitpunkt? Hast du da vorher schon Abnehmversuche unternommen oder war es so das erste Mal, dass du darüber nachgedacht hast, jetzt vielleicht auch mal einen Abnehmversuch zu starten? Wie war da die Situation bei dir? Nee, also ich habe auch schon ganz viele Abnehmversuche hinter mir, auch erfolgreiche. Also ich habe immer mal wieder auch ordentlich abgenommen zwischendurch. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich auch wieder starten irgendwie, aber es hat nicht so richtig Klick gemacht oder ich habe irgendwie nicht so richtig angefangen. Ja, und dann fand ich das eben schon spannend dann in dem Moment, kam ganz gut auch für meine Situation. Okay, das heißt, du hast schon öfter mal diese Schwankungen gehabt, abgenommen, zugenommen. Ja, also nicht so extrem wie jetzt. Also so viel abgenommen hatte ich nicht, aber so 15 Kilo hatte ich auch schon mal an anderer Stelle abgenommen. Das heißt, zwischen welchem Gewicht hast du damals immer so geschwankt, bevor du jetzt uns kennengelernt hast? Ja, so zwischen 85 und 100 ungefähr. Ja. Haben wir schon gesagt, wie viel du abgenommen hast jetzt? Nee, ne? Ich habe das da nicht wollte gesagt. Ich jetzt gleich entsprechend drauf kommen. Okay, das heißt, dann kamst du zu uns mit welchem Gewicht? 104, grauseligerweise, ja. Okay, und hast schon was selber abgenommen oder war das das absolute Höchstgewicht für dich? Nee, 107 war wirklich das absolut Schlimmste. Gewichte. Und dann hatte ich 3 popelige Kilos runter, als ich bei euch angefangen habe. Okay. Und wieso hast du dann dich eigentlich an uns gewandt? Und ich meine, du hast 3 Kilo verloren, da hättest du ja dann auch sagen können, dann verliere ich die nächsten Kilos auch alleine. Ja, also ich fand, das hörte sich schon gut an, was meine Freundin erzählt hat. Und ich wusste ja, ich kann erstmal alleine abnehmen, aber ich kam dann immer sehr schnell an den Punkt, wo ich so dachte, ach guck mal, jetzt geht's ja eigentlich wieder und jetzt kann ich ja wieder und so. Und das war ja immer mein Stolperstein. Also, dass ich mich einfach, wenn ich mich schon angefangen habe, wieder ein bisschen besser zu fühlen, gedacht habe, ach ja, dann kam so der Schlendrian und dann ist es entweder nicht weitergegangen oder wieder nach oben geklettert. Und deswegen hatte ich schon das Gefühl, es ist gut, wenn ich mir mal professionelle Hilfe hole. Die dich dann quasi so ein bisschen triezen dazu, dass du weitermachst. Ja, genau. Triezen, weitermachen und naja auch, das vielleicht doch noch mal so ein bisschen mehr darüber zu lernen. Ne? Also ich hatte natürlich schon auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, wie es geht. Ja. Ich brauche nur jemanden, der mal drauf guckt. Ja. Aber so eine leise Vermutung, dass ich vielleicht nicht alles weiß, das hatte ich schon. Was, ich sag mal, wie hast du denn damals abgenommen? Hatte das die Diäten, hatten die bestimmten Namen oder bestimmtes Programm? Oder wie war so deine... Nee, Strategie, sag ich mal. Ich war in der Tat bei einer Ernährungsberaterin bei uns vor Ort und die hat das auch gut gemacht. Also ich habe da auch schon Kalorien gezählt und gesund gegessen und so, aber eben doch nicht so letztendlich auf alle Aspekte eingegangen. Aber da, also ich habe jetzt keine Crash-Diäten gemacht, ich habe auch diese ganze Sauerkrautnummer, die ich da manchmal höre, nicht gemacht. Ja. Ich habe auch keine Pillen genommen, ich habe auch kein Weight Watchers gemacht, sondern das habe ich mit ihr gemacht und das war auch gut. Ja. Aber das war eben nicht so eine engmaschige Betreuung.
Genau. Okay, so und dann hat dir deine Freundin davon erzählt. Und wie ging es dann weiter? Uns gegoogelt, sofort angemeldet oder nee, wie war das weitere Prozedere? Und dann hat sie mir auch gesagt, was sie investieren musste. Und da habe ich erstmal gesagt, nee, das mache ich nicht. Pff, das kann ich ja auch alleine. Und dann musste ich noch so zweimal selber scheitern. Und dann habe ich gedacht, ah, dann mache ich das jetzt. Und dann haben wir das besprochen auch. Und da habe ich gesagt, komm, ist irgendwie Investition in mich, das machen wir jetzt. Und da würde mich jetzt tatsächlich an der Stelle mal interessieren, was Harald gedacht hat. Als Claudia gesagt hat, so, ich mache jetzt und gebe mal x Euro dafür aus, hast du gesagt, jo, mache ich so. Mach, oder hast du gedacht, Weiß ich gar nicht, also erstmal war natürlich so, uff, ne? Was das so ist. Ne? Aber ich glaube, danach haben wir gesagt, nee, wenn es funktioniert, und wir hatten ja eben ein Beispiel, dass es funktioniert. Ja, das war und das hat dann recht schnell überzeugt. Ne? Ich kam natürlich an dem Abend schon wieder und habe gesagt, also oh, da habe ich jetzt was gehört und total super, aber es meine ich, ist mir viel zu teuer. Und dann irgendwann reifte das immer mehr. Und ich glaube, dann hast du auch schon gemerkt, okay, nee, also sie will das schon machen. Ja. Okay. Habt ihr euch dann noch irgendwie Interviews angesehen oder ähnliches? Oder war eigentlich euch, ich sag mal, die Tatsache, dass eure Freundin, die ihr ja in echt kennt, eigentlich so Beweis genug? Ja, also so ja, ich glaube, das war uns genug. Ich habe mir schon was angeguckt, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, das hat mir gereicht. Also ganz am Anfang habe ich auch gedacht, war ich ein bisschen überrascht von dir, dass du so jung bist, ne? Und habe ich gesagt, finde ich den eigentlich gut. Und dann hast du gehört, dass man nicht nur mit mir zusammenarbeitet. Dann habe ich gesagt, ich kann es wagen. Nein, also dann, nein, aber ich glaube, ich musste mich schon, also mein Gefühl war sowieso, ich muss mich da echt super wohlfühlen. Also ich fand schon, wenn man das investiert, wenn man das eingeht, dann will ich auch echt, dass ich mich super fühle und total gut und alle super. Und deswegen musste ich mich wahrscheinlich an alle Beteiligten auch erstmal so, das war keine so lange Zeitraum, aber so gewöhnen. Dann bin ich ein bisschen gefolgt und für Instagram oder YouTube oder wo? Instagram, ja. Obwohl, dann wird man ja zugespammt. Wenn man euch auf Instagram folgt, dann kriegt man ja überall was. Also sicher auch mal auf YouTube. Okay. Waren denn Zweifel da am Anfang an uns oder an dir? Oder waren die eigentlich nicht vorhanden? Nee, das war eigentlich nicht so richtig vorhanden. Ich fand auch, also ihr fragt dann ja auch so, so nach dem Motto, ich übersetze das jetzt mal, würdest du denn auch unsere Ratschläge annehmen oder verweigerst du dich neuem? Und da fand ich immer, nee, also ich kaufe jetzt auch Expertise ein. Also ich hatte eine hohe Erwartung an euch und wollte dann auch, dass das erfüllt wird sozusagen. Also ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, euch dann noch zu sagen, nee, also es ist ja ganz anders und ich mache das aber immer so und so, weil ihr seid ja die Experten und das habe ich auch von Anfang an, nee, ich habe dann gesagt, was ihr gemacht habt. Also ich habe gemacht, was ihr gesagt habt, so. Ja, das kann ich bestätigen, das hast du wirklich. Okay. Und haben wir denn deine Erwartungen erfüllen können in der Zeit? Ja, muss ich schon sagen. Also so in vielen Bereichen habe ich auch gedacht, dass es vielleicht gar nicht so tief geht. Also ich hatte ja auch viel Mindset-Arbeit auch, das war wichtig für mich und aber auch ernährungstechnisch, also doch, ich war sehr zufrieden und ich hatte dann ja auch Erfolg. Das ist ja dann auch schön, ne? Also es hat gut funktioniert. Hattest du denn konkrete Erwartungen, was die Art und Weise der Zusammenarbeit angeht? Oder war so, okay, es ist eigentlich mir egal, wie das jetzt aussieht mit den Calls und mit der Betreuung an sich, Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis? Nee, auch da hatte ich Erwartungen so, ne? Aber ich hatte das ja auch dann ein bisschen gehört, wie es so läuft und dann spricht man ja auch im ersten Gespräch so ein bisschen darüber und das kam dann auch so. Also ich glaube, ich hatte hohe Erwartungen und die sind dann auch so eingetreten. Ja. Okay. Ja, und jetzt bist du, Stand heute 30 Kilo heute leichter. Ich so 30 Kilo. Vielleicht können wir, wenn wir den Screenshot einblenden dürfen, dann können wir das ja kurz einblenden. Ja, die waren ein bisschen hartnäckig am Ende, aber jetzt habe ich die 30 Kilo weniger heute. Ja. Heute. Und jetzt ist ja, ich meine, Harald ist auch hier dein Mann. Wie kam es dazu? Dass er heute hier ist? Naja, da habe ich ihn nur mitgeschleppt, aber dass er zum Coaching kam. Ja, also ich habe echt, also ganz am Anfang hatten wir überlegt, ob wir ein Paar-Coaching machen auch. Aber ich hatte mich zu einem Zeitpunkt angemeldet, wir haben ja eine Segelschule und das war also mitten in der Saison. Und das war schon auch ein bisschen verrückt, weil man muss ja auch schon ein bisschen Zeit investieren und die hatte ich eigentlich gar nicht und Harald noch viel weniger. Und dann hat Harald gesagt, nee, also jetzt irgendwie gar nicht. Und dann
musst du mal sagen, woher es kam. Es kam plötzlich. Für mich eher überraschend, dass es dann kam. Das musst du sagen. Ja, ich habe ja auch immer viel mit Übergewicht zu tun und zu kämpfen und auch immer selber versucht, da ein bisschen runterzukommen und das so zu machen und auch bei dir ein bisschen bei der Ernährung dann mitgemacht, ne? Aber halt nie so richtig tief eingestiegen, ne? Und halt auch mal die Pizza immer zwischendrin, wenn du nicht geguckt hast, gefuttert, ne? Und so kam ich dann nicht so richtig vom Fleck, ne? Und es war jetzt irgendwie der Punkt, dass ich mich tierisch unwohl gefühlt habe, dass ich einen guten Freund von uns, ne, der hat einen Infarkt gehabt, was wir dann auch gehört haben, ne, und der hat das Gleiche wie ich, so von Arbeitszeiten und Essverhalten und ja, so war das dann letztlich der ausschlaggebende Grund, ne, dass man gesagt hat, jetzt noch was machen. Ne? Ja. Jetzt hättest du ja auch sagen können, naja, Claudia kann mir ja auch erzählen, was sie gelernt hat im Coaching und so. Klar, bei Männern und Frauen ist immer noch mal ein kleiner Unterschied, aber warum hast du jetzt gesagt, nein, aber ich mache jetzt auch noch mal mein eigenes Coaching und du hast ja auch, haben wir gerade noch drüber gesprochen, gleich ein ganzes Jahr dann jetzt gebucht. Ja, ich glaube, bei mir muss man da viel im Kopf verdrehen, dass das so ein bisschen rausgeht, ne? Und dass man, dass ich dann mit dem, ja, wie man so sich ernähren kann, ne? Dass ich das dann eben lerne, ne? Also jetzt haben wir ja die ersten 2 Wochen da nach Ernährungsplan gelebt und es geht wirklich sehr gut, ne? Also es schmeckt, ich bin satt, aber die Kilos gehen runter, ne? Also das ist wirklich spannend zu sehen. Ja, vielleicht wird es, ja, ne? Wenn jemand noch so von außen dann eben guckt, dann ist das doch noch irgendwie ein bisschen, Entschuldigung, aber eindrücklicher, als wenn die Frau das sagt. Ja, vielleicht. Ja, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wenn ich ihn jetzt noch coachen würde, irgendwie wäre es jetzt auch zu viel. Ja, vielleicht zur Info für den Zuschauer, also du hast letztes Jahr im Sommer begonnen, wir haben jetzt Mai 2022 und du hast quasi jetzt frisch vor 2 Wochen begonnen, wo es bei dir quasi geendet hat. Zumindest die normale Coaching-Zeit geendet ist. Du hast vorhin den Ernährungsplan erwähnt und du hattest ja am Anfang auch einen Ernährungsplan, ne? Habt ihr beide dann einfach immer mitgegessen, was der andere im Ernährungsplan stehen hatte oder habt ihr separat gekocht oder wie habt ihr das überhaupt gemacht? Ihr habt ja auch noch 2 Kinder und Familie und Segelschule und genau. Ja, also meine absolute Anfangszeit war Hochsaison in der Segelschule. Da habe ich ganz oft mein Ding gemacht und Harald seins. Ne? Ja. Also das haben wir irgendwie dann nicht noch hingekriegt. Ich war da auch noch nicht so weit, was jetzt so vorkommt, dass ich ein bisschen mehr davon und davon für die anderen mache. Mhm. Da habe ich mich erstmal auf mich konzentriert. Die Kinder essen ja glücklicherweise in der Kita. Das heißt, mit denen haben wir nur das Abendbrot zusammen. Aber auch da war es natürlich eine Umstellung. Wir haben immer Abendbrot gegessen, also eine Brotzeit. So, ne? Und jetzt merken wir auch so in der Familie, dass das Brot irgendwie auch so zum Beispiel so in den Hintergrund gerückt ist. Ne? Und die Kinder haben dann auch viel Rohkost und so mitgefuttert. Aber auch viel, auch nicht. Also anfänglich habe ich schon viel doppelt gemacht. Aber es war irgendwie auch okay. Ja. Und war auch für dich damals schon okay, dass Claudia so ein bisschen dann ihr Ding gemacht hat? Oder? Ja. Okay. Also immer mal wieder auch davon gegessen, ne? Und jetzt so Rohkost oder Gurken, Paprika und so, das esse ich ja auch so gerne. Insofern haben wir da dir auch mal was wegstibitzt, ne? Und Naja, genau. Ich musste dann immer ganz schön viel machen, weil sonst ging mir, ich weiß noch, irgendwann hatten wir so Ei-Muffins als Nachtisch. Ne? Und ich hatte irgendwie, ich durfte echt viele, so 6 oder vielleicht waren es sogar 8. Und am Ende hatte ich so 3, weil alle anderen weggefallen waren. Hattest du schon während der Zeit vor dem Coaching auch schon abgenommen oder hat sich da an der Waage eigentlich nicht wirklich was getan, bevor du jetzt gestartet bist? Doch, immer so ein bisschen. Das war jetzt bei 130, irgendwas. Und eingestiegen bin ich dann mit 126,4. Und du hast ja jetzt mit Nuray und Christine 2 weibliche Coaches. Wie ist das so für dich als Mann? Also weil viele Männer dann sagen, ich hätte aber auch schon gern einen Mann als Coach. Oder man sieht immer nur Frauen bei euch oder so. Habt ihr auch Männer im Coaching? Und wie ist das für dich so jetzt, dass du 2 Frauen als Coach hast? Nee, das klappt sehr gut. Also wirklich nett, ist kurzweilig, ne? Also wunderbar. Aber man muss sich ja, glaube ich, generell so ein bisschen dran gewöhnen, dass man sich da auch öffnet oder überhaupt was schreibt. Ne? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache, aber man hat das anfänglich auch gar nicht auf dem Zettel, dass man jetzt was schreiben könnte sozusagen. Ne? Aber ich glaube, je näher man die Coaches auch an sich ranlässt, desto näher kommen sie halt auch. Und ich weiß gar nicht, ob ich da so ein perfektes Beispiel war, für alle so dicht an mich ranzulassen. Hinterher habe ich gedacht, oder wenn man so andere Interviews hört, so okay, nee, das haben wir jetzt eigentlich nicht so besprochen. Aber das ist ja auch immer so, wie viel man so ranlässt. Ne? Also ich habe zumindest Harald den Tipp gegeben, gerade wenn die jetzt so ein Jahr zusammenarbeiten, dass man das schon eng machen sollte, ne? Finde ich. Denn
ich glaube, dann kann man auch einfach viel besser auf den Kunden eingehen. Ne? Ja, ja, ja. Wann war denn eigentlich bei dir so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, diesmal funktioniert's? Also erstmal ging es ja gleich gut los, so glaube ich. Ich hatte wirklich Vertrauen darauf, dass es funktioniert. Und ich hatte auch dann echt, diese Standards, von denen du immer sprichst, ne? Da habe ich echt gemerkt, ich habe jetzt so ein paar Standards, von denen werde ich, glaube ich, nicht mehr abweichen, weil das so drin ist auch, ne? Und ich habe immer ein Video von dir so vor Augen, wo du gesagt hast, wenn du deine Standards immer erhöhst, dann fällt es halt nie wieder so niedrig, wie deine normalen Tage früher waren. Und ich glaube, selbst wenn du mal einen schlechten Tag hast. Und ich glaube, das ist bei mir total. Also auch wenn jetzt so Tage, je besser man sich fühlt, desto lockerer kommt ja auch mal so ein Tag dazwischen, wo man nicht alles perfekt macht. Aber da bin ich immer noch so viel besser als vorm Coaching. Und das gibt einem so eine Sicherheit. Mhm. Bist du noch in Kontakt mit der Person, die dich empfohlen hat? Okay, cool. Mhm. Wir sind gerade gestern zusammen noch 8000 Schritte gelaufen. Ja, hast ja auch den Buddy, den Schritte-Buddy dabei. Ja, heute. Ja, genau. Ja, und ich erinnere mich noch an eine Situation. Wir nähen ja beide total gerne. Du hattest mal ein Foto geschickt von einem Pulli, wo du gesagt hast, den habe ich ursprünglich mal zu klein genäht. Ja. Jetzt sitzt er aber schon locker. Wie sitzt er denn jetzt? Ah, das ist ja ein Hoodie, der sitzt immer noch okay, finde ich. Kann man schon tragen. Aber ich habe in der Tat welche, die, also den hatte ich eigentlich auch leider zu klein genäht. Der lag da ganz lange. Aber die mir dann passten, die sind jetzt echt so Säcke. Aber ich tue sie nicht weg, weil ich sie genäht habe und auf dem Campingplatz ziehe ich sie noch an. Aber ich habe schon überlegt, dass ich eigentlich mal sozusagen Änderungsschneiderei aufmachen müsste bei mir. Bei dir selbst, ja. Ja, ja, also bei meinen genähten Sachen, aber eigentlich auch bei den gekauften Sachen. Die ich eigentlich lieb hatte, die Klamotten, die liegen da jetzt alle neben der Nähmaschine und es wird immer mehr. Und ich weiß noch nicht, ob es sich hinterher lohnt, die umzunähen oder ob es zu viel ist, was man da wegnehmen müsste. Also es hat sich schon kleidergrößentechnisch ordentlich was getan, ja. Ja. Gab es Reaktionen vom Umfeld auf deine Abnahme? Ja, also ganz lange nicht. Mhm. Aber das ist auch okay. Ne? Es gab ja auch keine, als ich zugenommen habe. Ne? Also das finde ich auch immer, da sagt ja auch keiner, boah, Claudia, echt, also puh. Und deswegen haben die auch erstmal nichts gesagt und dann kam das aber und fing an und das ist natürlich auch schön. Ne? Ja, und jetzt ist natürlich, ganz am Anfang haben die auch immer gesagt, hast du was mit deinen Haaren gemacht und so. Ich dachte, ja, nein, aber ich habe 15 Kilo abgenommen, das könnte es auch sein. Ja, und jetzt doch, ja. Und manchmal sind es ja auch nur Blicke, ne, wo man eigentlich sieht, dass sie das schon registrieren und ja, viele wollen vielleicht auch nicht ins Fettnäpfchen treten, ist ja auch okay. Mhm. Aber über vieles freut man sich auch, finde ich, das ist schon schön. Ja, jetzt wurdest du ja, oder durch eine Empfehlung bist du auf uns aufmerksam geworden. Was würdest du denn sagen, welche Art von Menschen würdest du so ein Coaching, so eine Zusammenarbeit empfehlen und wem vielleicht auch nicht? Ich meine, du bist jetzt quasi eine empfohlene Person, erfolgreich abgenommen hat. Ja, also ich glaube, ihr stellt euch ja prinzipiell schon auf alle ein, aber ich glaube, es ist schon gut, wenn man, also man muss schon irgendwie offen sein, auch was zu ändern, das würde ich schon sagen, wenn du das nicht machst, dann ja, frustet es vielleicht auch schon, also man muss schon was ändern wollen. Also mit dem Online finde ich ja, ist eigentlich für niemanden, aber das ist ja meine Sicht der Dinge, also für mich war das eher ein Pluspunkt, wäre das nicht online gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Aber vielleicht gibt es auch Personen, die das doch mehr face-to-face wollen. Das würde mir so einfallen. Also für mich war es eher ein Kriterium, das zu tun, denn wir haben zwei kleine Kinder und Harald arbeitet oft abends. Ich kann da gar nicht weg. Also das musste ich schon von zu Hause dann machen können. Ja. Und das war gut. So war es dann richtig gut für mich. Ja. Welcher Inhalt von oder welcher Bestandteil des Coachings war eigentlich so der für dich hilfreichste Bestandteil? War es der Kontakt über Messenger oder waren es die Live-Calls, die Tools oder die Plattform? Was hat dir schlussendlich am meisten geholfen? Was war dir am wichtigsten? Also es war schon eine Kombination, das fand ich gut. Also was ich immer super fand, war, wenn ich irgendein Problem hatte, dann habe ich auch schon was, also dann hatten die Coaches was in petto. Also keine Ahnung, ich sage, Mensch, was kann ich denn mit in die Segelschule nehmen, keine Ahnung. Und dann hat Inga mir geschickt, hier mitzunehmen und hier gleich eine Liste. Also ihr wart irgendwie auf viele Dinge vorbereitet, das fand ich super. Oder wir hatten dann gleich so ein Grillen, ja hier Rezepte fürs Grillen. Also es war alles leicht, ich musste nie irgendwas recherchieren, das fand ich halt gut. Ne? Ich hatte ein Problem, ihr hattet die Lösung so.
Das war schon gut. Ansonsten war halt für die Calls, war für mich schon auch wichtig. Gerade die Mindset-Calls waren irgendwie wichtig. Welchen Call warst du am meisten? Sonntags, Anjas Dienstags? Vielleicht. Anjas. Ja, wo das kann ich gar nicht so sagen. Ich habe auch super viele Calls aufgezeichnet gesehen. Ne? Also okay, zum Beispiel den Ernährungscall, den da kann ich nie. Das ist bei uns Abendbrotzeit, da ist bei uns echt nichts zu holen. Aber die habe ich mir dann immer in der Aufzeichnung angeguckt. Das fand ich auch gut, dass die noch bereit standen. Und deine Videos waren schon auch sehr wichtig für mich. Mhm. Aber immer so phasenweise. Das habe ich jetzt nicht die ganze Zeit gemacht. Aber ja, das würde ich sagen. Ja, nee, also alles, eigentlich alles, ne, glaube ich. Ja, und dass jemand so auf, oder ich das Gefühl hatte, ich werde kontrolliert. Das war halt für mich schon auch wichtig. Ja, ja. So also ein bisschen alles zusammen, ne? Das ganze Zusammenspiel von diesen ganzen Faktoren. Das ist gut aufeinander abgestimmt, ne? Und schlüssig in sich. Ja, du hast ja auch wirklich alle Tools genutzt, ne? Und das, ja, das merkt man halt schon, dass die Bandbreite auch nutzen, da oft sich leichter tun. Ich will mal gar nicht sagen, besser abnehmen oder so, aber sich so vom Kopf oft leichter tun. Ja, und, ja. Also ich hätte da auch nichts missen wollen, muss ich sagen. Und was ich halt auch super fand und was mir auch echt geholfen hat, war, mich so mit mir und meinem Körper auseinanderzusetzen, mit dem ganzen Tracking und den Analysen, den man dann doch macht. Ne? Mhm. Also ich habe noch nie mich selber so intensiv beobachtet und dann auch die Schlüsse daraus zu ziehen. Also wenn ich Sushi esse, passiert halt das und das, weiß ich schon, stresst mich nicht so. Ja. Diese Dinge oder auch was so Kleinigkeiten für mich selber mit Schlaf, ne, habe ich irgendwann gemerkt, ist total wichtig. Oder eben auch die Schritte sammeln war bei mir echt total wichtig. Also wir hatten zwei Urlaube dazwischen, einer davon war ein All-Inclusive-Urlaub. Und da war ich, also ich hatte echt gute Vorsätze und wir hatten viel vorher gesagt, was ich alles machen könnte und so, aber habe ich alles nicht, das schaffe ich nicht. Aber die Standards waren trotzdem besser. Ja, die Standards waren wahrscheinlich besser und ich bin halt wahnsinnig viel gelaufen. Ich hatte halt immer super viele Schritte. Und dann war es hinterher echt nicht so dramatisch. Ja. Und ich habe dann auch immer so im Kopf gehabt, was ihr Mindset technisch dazu sagt. Dann habe ich gesagt, das genieße ich jetzt und mache das. Und dann war das alles halb so wild. Ja. Ja, okay. Jetzt ist ja Harald seit kurzem auch im Coaching. Ist es jetzt für euch noch leichter geworden, weil ihr jetzt beide quasi die gleiche Ernährung lebt? Oder hat sich da jetzt eigentlich grundsätzlich nicht viel geändert? Also im Moment ist ja noch die Ernährungsplanzeit, so dass das eher, also ich glaube, diese Leichtigkeit kommt noch, wenn er davon dann das anders macht. Jetzt haben wir ja erstmal streng eingekauft, was da stand, aber da habe ich mich dann angedockt. Also das esse ich ja auch alles mit so, ne? Aber er darf ja viel mehr essen, das ist ja grauenvoll. Ne? Ja, und so eine Abnahme, 6 Kilo in 2 Wochen, ne, das ist ja echt, da denkt man immer, das ist so unfair, die Männer, die machen das irgendwie. Und dann zeigt er mir abends, guck mal, ich darf ja noch hier 600 Kalorien und ich denke, also das will ich gar nicht hören. Okay, ich meine, viele, ja, ich kriege richtig viele Nachrichten auf Instagram immer von Personen, die sagen, okay, ich möchte abnehmen, aber mein Partner, der macht ja da nicht mit und ich mache das erstmal alleine. War das bei dir auch so ein Zweifel, wenn ich das jetzt alleine mache, aber der Partner nicht, ob das dann so klappt oder ob dann vielleicht der eine den anderen beeinflusst und man das dann vielleicht doch nicht so ganz umsetzt? Waren solche Zweifel bei dir auch oder war das eigentlich gar kein Thema bei euch? Also ich hätte das ganz am Anfang schon besser gemacht, wir hätten es besser gefunden, wir hätten es zusammen gemacht. Aber bei mir war in dem Moment wirklich der Moment so, ich will das jetzt machen. Mhm. Also wie gesagt, es war Segelsaison, es war irgendwie echt, also eigentlich total bescheuert, aber ich wollte auch nicht mehr warten. Ich wollte auch nicht sagen, okay, in 3 Monaten starte ich oder so, ich wollte dann starten. Und deswegen war irgendwie klar, okay, Harald kann da jetzt gerade nicht so mitziehen. Und also... Aber du hast ja letztendlich schon auch, du hast ja viel davon gegessen, was ich dann so gekocht habe und so. Aber also es gab schon Momente, wo Harald gesagt hat, trinken wir jetzt heute echt keinen Wein und können wir jetzt gar keinen Döner holen und so. Also klar, doch Verführungen gab es schon. Ist schon besser, wenn beide das machen. Also ich finde, wenn man sich überlegt, so wie wir jetzt zusammen zu machen, ist schon einfacher, es zusammen zu machen. Ja. Ja, und wenn jetzt der Partner, ich sag mal, nicht abnehmen muss oder so, dann kann man es ja auch gar nicht gemeinsam machen. Aber wie hast du reagiert, wenn Harald dann gesagt hat, können wir jetzt heute Abend keinen Wein trinken? Hast du dann einfach dazu gestanden oder wie seid ihr dann mit solchen Situationen umgegangen? Also ich war ziemlich eisern, ne, oder? Ja. Und dann war es auch irgendwann so ein Punkt, wo es mir nichts mehr ausgemacht hat, wenn du ein Glas Wein getrunken hast. Und du hast dich dann schon auch eingeschränkt, ne? Ja. Ja, und manchmal habe ich halt auch ein Glas Wein getrunken, ist ja klar, aber... so bestimmte Dinge, die wir früher gemacht haben, die habe ich dann halt nicht mehr gemacht, ja. Und wir haben auch jetzt nicht groß Essen bestellt oder so, da hast du schon Rücksicht auf mich genommen. Ja, aber an sich hattest du ja auch das Vorhaben, nur
zu dem Zeitpunkt dann noch nicht. In dem Moment gerade nicht so, ne? Aber. Okay, du wolltest noch was Krasses erzählen. Nein, aber ich wollte, also ich fand halt immer, wir haben echt auch schon viel Gemüse gegessen, dachte ich, ne? Und dann habe ich ja Gemüse gekauft wie eine Bekloppte. Also immer frisches? Ja. Nein, also nee, das stimmt gar nicht. Zum Kochen nehme ich auch viel Tiefkühl, ne? Aber so, wir essen super viel Rohkost auch. Und die Kinder halt auch und Harald auch. Und dann habe ich Massen an Gemüse gegessen. Und wenn ich sowas gekauft hatte, wenn der ganze Kühlschrank immer voll war, hatten wir früher schon das Problem, dass dann irgendwas schlecht geworden ist. Oder so. Und dann ist gar nichts mehr schlecht geworden. Und ich bin jeden zweiten Tag wieder losgegangen und habe so viel Gemüse gekauft. Also diese Massen an Gemüse, das hat mich schon irgendwie geflasht. Und das war so drin bei uns. Und so viel. Also das kann ich bis heute eigentlich nicht fassen. Ja. Das ist ja auch so eine Sorge, die viele immer haben, also die ich so in den Onboarding-Gesprächen habe, wenn die dann den Ernährungsplan sehen, die sagen, oh, ich habe so Angst, dass ich nicht satt werde, also dass ich hungern muss. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das unbegründet, oder? Ja, wirklich. Also ich habe immer viel gegessen. Ich bin aber auch jemand, ich brauche das, damit ich glücklich bin. Also bei mir ist immer Stichwort Volumen. Ich brauche wirklich was zu essen, weil sonst bin ich echt total unglücklich. Und das ist, glaube ich, auch was, warum es früher nicht so gut geklappt hat, weil ich oft dann so in so eine Spirale gekommen bin, weniger zu essen und dann noch weniger und noch weniger und so. Und jetzt war mir auch klar, dass ich das jetzt anders lernen will und habe immer geguckt, was kann ich denn viel essen auch. Und dann fällt ja auch so vieles schon weg. Und dann habe ich immer gedacht, nee, das ist mir zu teuer, so, ne? Das esse ich nicht. Und habe immer auch schon mal darauf geachtet, dass ich sehr, sehr viel Gemüse hatte und sehr viel Eiweiß. Und ja, mich einfach an die Makros auch gehalten habe. So, das war schon wichtig für mich. Aber du hast gesagt, ja, das ist mir zu teuer oder war mir dann zu teuer. Hast du denn so einen riesen Verzichtsgedanken dann gehabt, dass du das dann nicht essen konntest oder wie war das? Also ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich das schon auch manchmal als Verzicht empfunden habe, gerade am Anfang. Ne? Aber dann gibt es ja auch so viele Videos, wo du gesagt hast, verzichtest du eigentlich wirklich oder kriegst du nicht auch was dazu? Und dann denkst du dir, ja, er hat ja recht und so. Und irgendwann wird es dann weniger. Also jetzt habe ich nicht mehr so sehr das Gefühl, dass ich verzichte. Und letztendlich ist es ja auch nicht so, dass man dann auf null sich setzt, sondern bestimmte Dinge ja immer noch mal essen kann. Ne? Oder viele Dinge irgendwie durch andere ersetzt. Obwohl das natürlich auch nicht immer geht. Ne? Manchmal finde ich so einen Vorschlag, das könntest du durch das ersetzen und ich denke, oh nee, das ist für mich nicht dasselbe. Das brauche ich dann auch nicht. Klar, ja. Fett ist nun mal ein Geschmacksträger. Ja, ne? Ganz genau, gleich wird es natürlich dann nicht schmecken. Ja. Stimmt schon. Ja, okay. Hast du noch eine Frage? Dann erstmal überhaupt vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Und dann geben wir später auch nochmal schönes Essen. Das machen wir. Und ja, wenn du vielleicht gerade zusiehst und vielleicht selber gerade am Überlegen bist, ob du und vielleicht auch dein Partner die Reise beginnen solltet, dann siehst du hier ein gutes Beispiel. Und vielleicht kommt ihr im Jahr nochmal wieder. Ja, und dann habt ihr vielleicht gemeinsam 60, 70 Kilo abgenommen in Summe. Das wäre gut. Ja, dann melde dich gerne unter www.janwahrmann.de und dann schauen wir uns deine oder eure Situation mal ganz unverbindlich an und schauen, wie man vielleicht über die nächsten 6, 12, 18, 24 Monate auch an euren Zielen arbeiten und sie erreichen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.